Oh, ich hab gar keinen Bock, gleich von ihr nochmal verprügelt zu werden. Komm schon, lahme Ente. Ich will unser Projekt sehen. Und zwar in diesem Jahrhundert. Ich komme. Hey, und wo sind wir? Ich habe den Museumsplan auf dem Handy. Unser Projekt Bitte ist in der Sonderausstellung. Nicht. Oberster Stock. Unsere Namen auf einem kleinen Schild, wie bei echten Wissenschaftlern. Heute das Oscorp Science Center. Morgen alle so rennt sie so weird. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts malen sich Wissenschaftler die Besiedelung des Meeresbodens aus. Galileo-Stimme! Vor ihrem Fenster könnten eines Tages farbenfrohe Clownfische Was? Sogar mysteriöse Seeteufel vorbeiziehen. Ich taufe den da Howard. Und jetzt. What the fuck? Leviathan. Gefällt mir! Chat, das war Galileo-Stimme, voila! Krank. Dieser Taucheranzug ist einer der ersten aus dem frühen 18. Jahrhundert. Die ersten Druckdichten. Natürlich, wenn die so random Infos und so erzählen. Heute sieht man solche Anzüge. Das ist die Stimme, man hört das. Ob ich den anprobieren darf? Ich würde ja zu gern sehen, wie du in dem Ding laufen willst. War der da schon Spider-Man? Das frage ich mich. Oh, komm schon. Deine waren ein ganzes Stück höher als meine. So. Die Sonderausstellung ist oben. Da ist der Aufzug. Wir haben noch Zeit, uns umzuschauen. Ja, ich weiß, es war echt hart. Zuerst hat er immer drei Stunden. Staatliche und private Raumfahrzeuge. Das Tunnelsystem und die Galaxie. Für die Kommunikation werden Funkantennen eingesetzt, die Nachrichten lokal und interstellar senden und empfangen können. Einfach, Chat, es ist schon die letzte Quest, das ist schon heftig. Der Hammer. Wie schnell wir das durchgespielt haben, zweiter Stream. Macher. Habt ihr Karten für die Sonderausstellung? Oh, unser Projekt wird ausgestellt. Ich dachte, Junge, aber wen interessiert das? Und sie sind ausverkauft. Ich kann euch nicht hochlassen. Trotzdem danke. Also müssen wir anders rein. Sie sagte, es ist ausverkauft. Ja, aber siehst du die Tür? Der Flur dahinter führt um den Aufzug herum. Wir können doch nicht einbrechen. Wir müssen. Die Ausstellung geht doch nur noch bis morgen. Wir verpassen sie sonst. Oha. Zutritt verweigert, dem Bremen. Ich kenne solche Schlösser. Man kann sie mit einem Lichtstrahl öffnen. Licht haben wir an den Handys. Aber das reicht nicht weit genug. Doch, wir müssen nur etwas Reflektierendes... Guck schon, damals hatte sie ein Flavor für Straftaten begehen, Bro. Wenn es variabel wäre. Das hat nichts mit Rache zu tun. Meinst du damit Pomba? Ach, wie gewählt du dich manchmal ausdrückst. Balkanbe, ich küsse dein Herz. Wir brauchen was Reflektierendes. Und etwas, das unter der Tür durchpasst und beweglich ist. Dieses Modell schlägt eine Terraforming- und Besiedelungsinitiative. Wie eine kleine Gemeinde auf dem Mars. Wir fehlen Cafés und Straßenkunst. Das hilft uns bei der Tür nicht weiter. Ja, okay, darf ich Dreieck drücken? Geht das? Formgedächtnislegierung. Ich kann die Form über die Museums-App ändern. Völlig verrückt. Ist das ein Metamaterial? What the fuck? Stell dir vor, wie ein Drip sowas hätte. Was zur Hölle? Hä? Ich hab's. Weg hier. Oh, Mann. Tut mir leid. Alles gut. Peter Cringe Parker.
Peter Parker, der aussieht wie 12. Die Tools sind direkt mit dem Computer des Kommandomoduls verknüpft. Wir könnten die Idee übernehmen mit einem neuralen Interface. Das würde die Stromversorgung. Flugmodus, willkommen zurück. Bruder, wie juckt das jetzt? Wir sollten nach was über Energie suchen. Die haben Peter zum Jojo gemacht, es ist so. Oh. Hallo? Solarspiegel mit Kleber auf der. Die sind einfach auf Wissenschaftsmesse und klauen Sachen. Ich hab Licht. Sag mir, wenn der Sticker auf den Sensor gerichtet ist, dann mach ich's an. Noch hat uns niemand gesehen. Schnell jetzt. Einfach Sachen geklaut bei Wissenschaftsmesse. Man kennt's. Ey Chat, aber merkt ihr, die hat uns schon damals angestachelt, Sachen zu tun, die wir eigentlich nicht dürfen? NPC Live. Versuch's nochmal. So geht das nicht. Okay. Nein, nicht ganz. Mann, so nervig. Geht das so? Wow, 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 hey, lass. Mach doch die scheiß Taschenlampe. Es hat geklappt. Geschafft. Komm schon. Boah, endlich. Scheißen Dreck. Du musst doch ein bisschen drehen, Bruder. Das war Wahnsinn. Ich werde unsere gemeinsamen Aktionen vermissen. Wovon redest du? Hallo? Ganz ehrlich. Okay. Los, gehen wir hoch. Hey, Dad. Hey, Miles. Hi, Mr. Davis. Finn lässt grüßen. Habt ihr beiden Spaß? Macht auf jeden Fall ein Foto von eurem Projekt. Dad, es ist keine große Sache. Doch, das ist eine große Sache. Okay, okay, wir machen ein Foto. Hab dich lieb, Dad. Na also, unser Projekt ist da hinten. Er ist ansonsten nicht sinnlos, aber sie müssen Biomasse zuführen. Vielleicht aus einem Mülleimer. Erkunde die Sonderausstellung. Ja, okay, als ob wir uns hier reingeschlichen haben und niemand checkt. Oh, unser Projekt. Eine der größten Errungenschaften der Menschheit verdanken wir dem Apollo-Raumfahrtprogramm. Hey, das ist doch easy Galileo-Stimme. Also ich meine wirklich dieselbe Person, die das Synchron spricht. Mondfähre aus dem Apollo. Es ist einfach so. Hey, wir können. Denkt ihr nicht, weil bei mir das hört sich 1:1 gleich an. 1:1. Echte preisgekrönte Wissenschaft. Wir wussten nicht, dass wir in der Sonderausstellung sind. Extra. Wie bist du reingekommen? Ticket gekauft. Wie seid ihr reingekommen? Nicht so wichtig. Hey, kommt mal her. Wir machen ein Foto. Sie machen Fotos, Taschen platzen, aber Apache bleibt gleich. Okay, okay, gut. Drück mal. Das ist sein Vater jetzt, gell? Oder wer ist das? Das werde ich nicht sagen. Wessen Vater ist das? Chat. Prünex, willkommen. Onkel? Ach so. Wow! Entspann dich mal! Der Bruder von Finn. Ach so, stimmt ja. Finn ist so nervig. Walla. Ey, dieser Charakter, mich hat selten ein Charakter so krass aufgeregt wie sie. Bei Gott, sie ist einfach so nervig. Ich höre dir nicht mehr zu. Es ist einfach belastend. Oha! Prynex, danke schön für dein Prime Sub. Willkommen in der Oma. Ich küsse dein Herz. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, du fühlst dich wohl.
dir sagen, was mit dem Reaktor ist. Du bist nicht stärker als du. Nein, Junge, stoße jetzt! Verdammt! Halten Sie frei! Wow! Bertan, Ehre, so muss das sein. Hey, oh mein Gott, uha! Wow! Du kriegst so Finishing Move in dein. Wow! Bruder, er soll dich mal entspannen, Balla! Bin ich sauer! Oh mein Gott! Bruder, was ist das? Endboss oder was? Wieso ist der so stark? Wow! Oh, ey! Ach du Scheiße! Oh, kommt schon! Das ist mein Lieblingsmuseum! Wieso war der so stark? Boah, ich muss ein bisschen heilen. Was soll die Scheiße? Wow, 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 wow. Oha, wo bist du hergekommen? Oh mein Gott, Junge, ich bin so low life. Ich muss mich kurz unsichtbar machen. Oh. Oh mein Gott! Ihr Big Chef? Was ist das, Junge? Werden die alle kontrolliert? Scheiß Zombies! Der Underground ist jetzt hier. Und auch ein Roxxon-Panzer. Alle Straßen aus Harlem Raus sind blockiert. Wo bist du? Bei eurer Wohnung. Wir suchen Unterschlupf. Geht zu Theos Bodega. Ich komm bald da. Wir schützen alle, solange wir können. Sie ausschalten, bevor ich nach Harlem gehe. Boah, ich dachte, ich bin schon tot. Ich schwör's euch. Oh nein! Bruder, wie viele gibt's denn von euch? Bilal! Aleikum Salam! Junge, wieso habe ich gerade Bilal so geschrien? Oh mein Gott! Nein, nicht nochmal so einer, Wallah. Oh.
Boah, der kann doch sterben endlich! Wie gefällt dir das? Du bist ehrlich so nervig, wirklich unglaublich. Boah, einfach Endboss. Der Typ war einfach Endboss. Baron aus League of Legends. Boah. Das war wirklich belastend gerade, Chat. Das war ehrlich belastend. Ey, ändert das hier die Scheiße? Wie viele seid ihr? Da. Sind die jetzt endlich tot? Oh mein Gott! Was geht doch nicht? Ich muss zurück nach Halle. Jetzt! Bevor Finn den Reaktor zerstört. Besiege den Underground. Ja, hier waren 500.000 Leute. Tut mir leid, dass ich geboren wurde. Boah, Allahu Akbar. Mein Gott, was war das? Puh. Genki, melde dich. Wie läuft die Evakuierung? Ja, okay. Schlecht. Roxxon und der Underground sind überall. Speedy, erzähl. Seid ihr sicher? Meine Mom? Wir sind jetzt in... Ja, vor ein Dutzend Leute, aber wir sind nicht gefällt. Ich höre dich nicht. Wo bist du? Genki! Superhelden zu sehen. Falls du mich hörst, ich bin unterwegs. Halte durch, Mann. Bitte. Warum hast du mir Abo geschenkt? Einfach so mach ich manchmal. Friends, guck mal! Sturm. Nicht weil sie weiblich ist, ich sag's noch mal, aber Finn muss auf den Boden der Tatsache zurückkommen. Sie braucht ein bisschen Schläge. Junge, nur wir wurden bis jetzt verprügelt. Was ist das? Das ist doch unfair. Hey, Spider-Man! Nachts meistens, genau. Genki, kannst du mich hören? Genki! Genki ist lost, der Bree. Durchhalten, Leute. Ich komme. Oh nein. Den Pakt zerstört. Jetzt kämpfen wir gegen diese scheiß Roten und Lilanen. Ehrlich, Mert Löwe. Muss ich ehrlich zugeben, bei Gott. Hey, ich find's auch krank, Friends. Wir sind hier seit 6 Stunden fast live. Wie viele wirklich von erster bis zur letzter Minute am Start waren. Wirklich unnormal süß. Weiß ich sehr, sehr zu schätzen, den Support. Stark. Starke Leistung, die hier erbracht wurde. Oha, hier ist Bandenkrieg, oder was? Ich hab aus Anna Flöte und dem Friseur sieht's okay aus. Aber hier darf nicht länger gekämpft werden. Camila, bist du bei Kayle? Seid ihr okay? Rixi, wir sind bei Gloria, aber es ist schlimm. Es ist genau wie die Krise damals. So weit wird's nicht kommen. Das lasse ich nicht zu. Versteckt euch, bis ich die Straßen gesichert habe. Wir sind erledigt. Oha, wer ist das jetzt? Wir
Dankeschön, Saide. Das freut mich zu lesen, wirklich. Bei Gott, ich sage euch auch ehrlich, ich glaube, wenn ich so das privat zucken würde, klingt vielleicht so ein bisschen kitschig, cringe, ich will mich einschleimen und so bei der Community. Aber ich glaube wirklich, wenn ich das privat zocken würde, würde es mir vielleicht halb so viel Spaß machen. Ich hätte so nach vielleicht 2 Stunden abgebrochen, aber so, man geht live, man setzt sich irgendwie so ein Ziel, man sagt, ey, ich werde es heute durchspielen, dies, das. Und zusammen bockt das halt einfach mehr, wisst ihr, was ich meine? Das ist ehrlich stark. Oh, scheiße. Es ist echt übel. Komm hoch, der Junge, was machst du? Wir brauchen Hilfe bei Fies. Schick jemanden. Bruder, wer schießt hier so diese Hardcore-Geschütze? Verpiss dich mal. Oh Mann, wie viele hier auch sind. Wow, hoch da. Dankeschön, Majda. Danke sehr. Ey Junge, diese Finisher-Kombos haben die ehrlich cool gemacht, muss man zugeben. Wow! Die jetzt alle tot? Junge, hört mal auf hier rumzujumpen, Super Mario oder was? Okay, der ist tot. Hä, wo ist der letzte? Warte, danke schön für deinen Sub, Ehre, ehrlich. Willkommen in der Oma. Kannst du mich hören? Wir sind in... Tanki, ich will Richtung Osten. Wo bist du? Sind hier auf Bodega. Das ist richtig übel. Du musst schnell hinkommen. Sie sind in Theos Bodega. Ich bin fast da, aber ich muss das Boxon und den Underground ausschalten, damit er sicher ist. Kenzo, willkommen im Stream. Nicht viel nur bei dir. Der Schnee wird immer dichter. Ich muss in Richtung der Schüsse. Oh, was geht hier ab? Entspannt euch wieder! Hä? Wie viele sind hier noch? Die Dächer sind sicher, die Straßen nicht. Oh mein Gott! Hä, muss ich auf dieses Flugzeug oder was ist hier los gerade? Achso, hier. Wow! Junge, was passiert hier gerade? Das hier scheint das Zentrum der Kämpfe zu sein. Ich muss sie hier stoppen. Wow! Junge, das ist echt zu viel gerade für mein Gehirn, diese Gegner hier. Walla! Ich muss das beenden.
Wow, nein, 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 ich will nicht sterben. Saide, das ist Eskalation hier. Oder stirbt der heute noch oder morgen erst? Oh mein Gott, ich versuche dir doch zu helfen. Wieso zielst du denn auf mich? Genki! Genki, wo bist du? Kommt dir da irgendwie weg? Ist da? Ist da jemand? Leute! Leute, hört zu. Wir müssen hier weg. Aber ich kann nicht alle von euch tragen. Oh nein. Ey, man muss auch ehrlich sagen, egal wie man Finn in Schutz nimmt, Junge, sie riskiert, dass da alle draufgehen. Walla, ihr geht's nicht gut, Chat. Sie hat schon angefangen. Oh mein Gott, Ehrenmann Onkel ist am Start, Chat. Du hast wichtigere Dinge zu tun. Nein. Er hat recht. Geh. Wir übernehmen das hier. Ehre. Ich komme wieder. Ich weiß. Okay, Leute. Seht hinter euch. Wir lassen niemanden zurück. Chill, Finn, was ist los? Junge, sie verprügelt uns zum dritten nicht, Mal. Was du tust. Die haben es nicht anders verdient. Nein, der Reaktor. Krieger hat aufgerüstet. Du zerstörst nicht nur die Roxxon Plaza. Du machst allem dem Erdboden gleich. Ich lasse mich von dir nicht mehr anlügen. Bruder, Sakura, hör auf jetzt! Einfach nervig. Oha! Es ist zu spät. Boah, sie ist einfach so nervig. Es ist unfassbar, Chat. War selten so einen nervigen Charakter in dem Spiel gesehen. Henna, alaikum salam. Boah! Fuß in Gesicht! Tut mir leid, Finn, aber du hast ehrlich Schläge verdient jetzt. Jetzt einmal musst du Schläge kriegen. Dann, guck mal, du kommst wieder zur Besinnung. Das sind Besinnungsschläge. Ich kann das nicht zulassen. Du kannst mich nicht stoppen. Meine Fresse, der Pfeil fällt! Siehst du nicht, was der Reaktor macht? Er zerstört die Plaza! Er vernichtet Kriegers Denkmal! Wow! Wenn die Plaza untergeht, nimmt die Halle mit! Wer hat das gesagt? Krieger? Ich hab alles berechnet. Oh mein Gott, sie ist so flink! Warum hörst du mir nicht zu? Krieger hat sich am Reaktor gemacht. Ihm fehlt der Griff dafür. Er ist klug genug. Lass mich das beenden. Junge, das tut gerade richtig gut, die Schläge zu geben, Mala.
Also, soll ich jetzt nicht komisch anhören, weil das ist eine Frau, aber ihr wisst, was ich meine, Chat. Junge, kurz Kuchen TV geworden. Die Finn, die ich kannte, wollte Leute beschützen und nicht bestrafen. Es kommt aufs Gleiche raus. Zu langsam. Wow, oh, wie schnell ist sie? Verschwinde einfach. Geh, bitte. Ich will Nein. das hier nicht tun. Ich gehe nicht hin. Ich will nicht. Endlich, Chat, wir haben es geschafft. Kämpfen, wir reden. Nachdem ich den Reaktor auf. Apo, glaub mir, sie hat uns zu oft Schläge gegeben. Das war nicht gut. Und guck, was sie mit der Stadt macht. Ja. Geht gleich hoch. Bald können wir das nicht mehr stoppen. Nein! Ich werde nicht nochmal weglaufen. Mann, ey, was ist los mit dir? Entspann dich doch wieder. Du warst der Einzige, den ich auf meiner Seite brauchte. Ich bin auf deiner Seite. Woher die Kanone jetzt? Und mit den Informationen über Lufor. Geht nicht. Interessiert keinen. Wow. Halt still! Ich will das hier nicht tun, Finn. Dann hör auf! Geh! Wow, 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 wow. Das ist die Chance. Sie steckt fest. Wow, sie macht gut Schaden gerade. Bleib still! Wow, was ist mit ihr, Bo? Sie lässt mich gar nichts machen. Wir müssen den Reaktor stoppen. Bro, was soll die Scheiße, Mann? Ich werde sie nicht leicht machen, Miles. Wieso scheint sie so weird? Das war gruselig. Das war's noch nicht. Ah! Bruder, ich sterbe. Junge, was hab ich dir getan? Wieso hast du mich so sehr? Sagen, damit ihr euch keine Sorgen macht. Es ist okay, wenn das Gebäude hier hochgeht. Es ist okay, wenn alle hochgehen. Ich meine, habt ihr eine Ahnung, wie gut wir versichert sind? Und wie gut sich ein terroristischer Anschlag auf uns macht? Vergesst Rockstar Plaza. Hier in Kürze, Rockstar. Guck, es juckt ihn nicht mal, der Mann ist okay, reich. Ja, ja, das ist dieser Nerd. Nein, ich muss ihn aufhalten. Aber nicht so. Er sagt doch, es juckt ihn nicht. Ich weiß, was du Rick versprochen hast, aber er würde nicht wollen. Sag deinen Namen nicht. Ey, ich kann mich nicht bewegen, ich schwör's euch. Du willst ihn überhaupt? Oder die ist so verschwitzt. Rick würde es hassen, dass du zu Tinkerer geworden bist. Sei still. Gut, dann machen wir ernst. Ich weiß, dass du die Schockwellen spürst. Stoppen wir das! Was ist mit dir, Junge? Komm mal zur Besinnung, nimm mal Aspirin! Wie kannst du seinen Mörder verteidigen? Tu ich nicht, aber ich kann Harlem nicht für Krieger opfern. Das mache ich doch gar nicht. Doch, du siehst es nur nicht. Wie kannst du das? Oh, ich bin fast tot, ich bin fast tot. Nein, 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 lass mich in Ruhe. Bitte, Finn, ich sag dir die Wahrheit.
Wär mal was Neues? Ich hätte nicht lügen sollen, um in den anderen Raum zu kommen. Könnte sich das ändern. Bringt dir auch nichts. Verschwende! Oh mein Gott! Souls Game, ich schwöre! Was für eine Chance? Sie hat psychische Probleme! Du brauchst einen Seelenklempner! Ich will dich nicht töten! Du kannst nicht gewinnen! Warum kämpfst du weiter? Weil ich Spider-Man bin! Ja! Spider-Man, gib dich auf! Okay. Hey, wieso wird sie stärker? Ich dachte, wir sind vier werden stärker. Junge, wieso hat sie Power abbekommen? Ich bin der gleiche Spaß. Bist du noch nicht müde? Sie ist so walla, sie ist einfach nervig, sie kann doch sterben jetzt, Chat! Wow! Oh mein Gott, was ist das für, was sind das für Skills? Oder kann sie sterben jetzt? Es reicht doch! Ich höre dir nicht mehr zu! Nein! Da. Boah. Ist die auf Testo? Ich weiß nicht. Ihr geht's nicht gut. Ich habe auch nicht verstanden. Wir hatten unsere epische Szene. Wir sind ausgerastet und so. Ey, ich bin Spider-Man. Plötzlich sie stärker geworden. Hä? Wie sinnlos. Bei Gott und ohne Sinn. Nicht mehr romantisch, das bockt sich gar nichts. Ich hasse sie einfach. Achso, Hannah, das ist seine beste Freundin, also seitdem die klein sind und so, und er ist verliebt in sie. Also nur an die Leute, die es gerade nicht verstehen, wieso er sie rettet. Also das sind nicht pur Feinde. Er ist nur so dazu gekommen wegen Schicksalsschlägen. Nicht. Boah! Viel Zeit!
Ich verstehe aber nicht eine Sache. Was war ihr Plan? Was hat sie sich gedacht? Wieso hat sie ihn bis zum Ende aufgehalten, wo man doch sieht, dass das die ganze Welt auseinander nimmt? Nur noch ein bisschen. So dumm? Was nicht? Beeil! Er kann jederzeit explodieren. Gedacht, stimmt, das ist auch so ein Ding. Miles muss jetzt strugglen. Er muss jetzt Sass am Boden kriechen. Geschafft! Ahmed lost Kopf seine schon. Mutter! Junge Miles, so ein Ehrenmann! Komm, Junge! Bei Gott, Miles Ehrenmann. Nein! Finn! Nicht in Sinn! Miles. Ey, ich glaube, es wird ein sehr trauriges Ende haben hier. Ich sehe es jetzt schon kommen, Chad. Oh nein, ich sehe das traurige Ende kommen. Ich sehe das traurige Ende kommen, Chat. Hat er es jetzt beendet? Oh mein Gott, er wird gleich gefühlt platzen. Was? Ja, genau, Philipp. Er hat die ganze Energie in sich. Nein! Oh mein Gott! Was zur Hölle? Nein! Sag doch was! Sind alle okay? Sind wir alle von uns? Boah. Irgendwie tut sie mir jetzt schon leid. What the fuck? Guck mal, Chat, an die Leute, die es nicht verstehen, das ist seine Fähigkeit. Er kann diese Energie speichern und die aus sich auslösen und er lebt halt danach noch. Also er ist ja quasi der Kern. Und das Problem ist halt, er lässt die Energie aus und sie hat das nicht gepackt und ist daran gestorben. Scheiße. Boah, wie fresh unsere Maske ist, Chad. Aber warum ist sie mit ihm hoch? Sie könnte ihn doch hochschleudern. Ja, okay, wie weit hätte sie ihn schleudern müssen? What the fuck, als ob er scheiß Flummi ist.
Spidey, flieg! Hey, verschwinde hier, Junge. Wir kümmern uns um die. Haben Sie ihn erkannt? Gut gemacht, Spider-Man. Danke. Wer ist das? Der Kerl? Was war das für ein Sussface? Der Kerl? Unser Spider-Man. Unser Spider-Man. Was war das für ein Lächeln, Junge? Das ist schon hart. Ich habe Achievement freigeschaltet. Ultimatives Opfer. Jetzt soll ich mich noch sogar noch mehr freuen, dass sie tot ist. 4 Wochen später alle so... Oh mein Gott, alles ist gut. Juhu. Sie überhaupt, der ich bin? Ich mach sie fertig! Ich werde sie! Ich mach sie fertig! Haben Sie gehört? Ja! Ganz genau, Freunde. Simon Krieger ist im Gefängnis. Aaron Davis, alias der Prowler, hat ihn und Roxxon verpfiffen. Davis wird aussetzen, kriegt aber wohl mildernde Umstände. Wir können von den Ereignissen in Harlem alle etwas lernen. Gemeinsam sind wir stärker. Und glücklich ist das Viertel, das... Peter denkt sich, Junge, was hast du gemacht? Stimmt, er war ja in Urlaub, gell? Peter Parker kommt zurück, Erde ist fast untergegangen. ...eigenen Spider-Man hat. Siehst gut aus, Hayley. Du Dreckiger, bist am Flirten, gell? Hat er gesehen, Chat? Er hat schnell vergessen. Das Er muss gucken, wo er bleibt. Ist so. Manometer herrscht. Was sagt Peter Parker zu der ganzen Sache? Ich hasse das mit dem Anzug nicht. Echt cool. Passt zu mir. Ja, genau. Leben geht weiter, Cousin, ist so. Wird dieser Job jemals einfacher? Teilweise. Oh mein Gott, küssen die sich. Ey, Camouflage, am Anfang gab's eine Szene, gell? Da stand er, also Miles Morales stand und Peter Parker kam so von oben und die waren so richtig hautnah, gell? Das war Sass-Szene, seine Mutter. Die war richtig weird. Aber manche Dinge werden nie einfacher. Roxxon hat das hier gemacht, weil wir in ihren Augen wertlos sind. Junge, unsere Maske sieht Drip seine Mutter aus. Rick, Finn, alle in Harlem. Es ist unser Job, sie damit nicht davonkommen zu lassen. Kommt zum Spider-Man-Eid dazu. Oh. Geht's los? Geht los. Das ist schon cooles Wallpaper. Das hat schon Wallpaper-Potential. Oh mein Gott, wir haben es einfach geschafft, Chat. Ach du Scheiße. Bis wieder. Aber hat echt Spaß gemacht, ich schwöre. Hat ehrlich Bock gemacht. GG's in den Chat. Du hast in 2 Tagen fertig gespielt, genau. War schon ein cooles Spiel. Was passiert jetzt?
What the fuck? Die Einwohner Harlem stehen immer noch unter dem Eindruck der jüngsten Aufstände der als Underground bekannten Gruppe. Während die Rockton Corporation sich vor Gericht verantworten muss, warf die neu gewählte Stadträtin Rio Morales gestern vor die Presse mit einem Appell für zusätzliche öffentliche Gelder, die helfen sollen. Die Werte sind gut, Kreislaufsystem ist stabil, Hirnaktivität normal. Scheiße, ich glaube, der nächste Teil wird ganz krass. Der nächste Teil mit Venom und so, das wird ganz krass. Aber es könnte unter Umständen sehr gefährlich sein. Ich sagte, rausholen! Jetzt! Krank. Krank. Junge, das wird heftig. Venom, Kobold, zu wild. Das wird ehrlich heftig, Punisher. Mach's gut, Finn. Nicht alle, Momo. Sad life. Aber es war schon ein guter Plot-Twist, dass die abgekratzt ist, sage ich euch ehrlich. Aber das Abenteuer kannst du vor neu spielen, bereut auch schon. Ja, okay, das juckt uns jetzt eher weniger, oder, Chat? Wir haben das Spiel durchgespielt. Guck mal, dann die Leute, die sich gefragt haben, ja, ungefähr mit 65-70% spielt man es komplett durch. Schon heftig. Junge, wir haben es einmal geschafft, Chat.